Hier ist euer Kido 881. Diesmal melde ich mich mit einem Rundgang vom Volkfest in Waldgrau-Iburg. Wie man hier sehen kann, das Waldgrau-Iburger Volkfest. Dann gehen wir mal rein. Auf der rechten Seite sehen wir gleich einen Souvenirstand. Und auf der linken Seite sehen wir einen Bayerischen Toten Kreuzstand. Dann hier Pferdereiten oder Ponyreiten. Weil es hier extrem warm ist, 33 Grad, ist auch nicht viel los, aber trotzdem. Hier ist ein Spielzeugstand. Bitte verzeiht mir, wenn ich ein bisschen schmal rede, es ist wirklich sehr warm. Und ein Entenangeln. Dann gibt es hier auch neben dem Ponyreiten Achinger Futterkiste. Und das Schützenhaus, so ein Jagdstand. Dann ist hier das erste kleine Zelt, das Sternenzelt mit Graf Thöringbier. Und noch neben dem Jagdstand oder Schießstand die Schüsse Linie 8 im Süßigkeitenstand. Dann kommen wir in den Hauptbereich. Da kann man entweder hier lang gehen oder hier lang. Wir gehen natürlich rechts. Dann sehen wir als allererstes natürlich das Riesenrad. In jedem großen Volksfest ist natürlich ein Riesenrad. Das Golden Wheel in diesem Fall. Gefolgt von einem Krebsspezialitätenstand. Auf der rechten Seite ist nochmal ein Haupteingang vom Sternzelt. Und Hello Chips. Was das genau ist, kann ich nicht sagen, weil ich nicht genau weiß, was das ist. Da ist so eine Art Roulette oder so ähnlich, ich kann es nicht genau sagen. Habe noch nie gesehen. Dann auf der rechten Seite neben dem Sternzelt ein weiterer Schießstand. Und noch ein Ballonstand, der sich gegen die Sonne schützt. Und ein Dosenwerfstand. Dann die Bayern-Rallye für die kleinen Kinder und die Eisdiele, ein Eisstand. Hier kann man sich Zöpfe flechten lassen, gleich neben dem Dosenwerfstand. Und die Hauptattraktion hier, Freak. Kann man auch mal auf meinem YouTube-Kanal sehen oder auf meiner Webseite www.akido881.de. Von hier kamen wir und hier lang gehen wir beim Freak. Vorbei. Dann hier Laufe auf dem Wasser, Wasserbälle für Kinder und Erwachsene bis 70 Kilo. Neben dem Freak ist noch ein Skistand, der gerade wegen der Hitze noch geschlossen hat. Und das Haus Gloria. Das ist ein Glücksspielhaus, Casinohaus in der Art. Dann haben wir hier noch die Karussellbahn, die erst abends geöffnet hat. Und den Wellenflug. Gut, nach dem Wellenflug machen wir eine Kurve. Von hier kamen wir zum Whitewater, eine Wildwasserbahn, die deswegen die Hitze auch noch geschlossen hat. Die denken sich nämlich alle, sind alle am See, da fährt keiner Wildwasser. Das Riesenrad von der anderen Seite, die Gemüsepfanne und das Hauptfestzelt mit Graf Thöring vom Biergarten. Dann neben dem Festzelt auf der linken Seite die Fischbraterei und der Ampfiff. Wo man versuchen muss, Bälle in einen bestimmten Ring reinzuwerfen und dann Schritte nach vorne geht, wer eher das im Ziel ist, hat gewonnen. Dann ein Riesenbratwurst, Emmentaler vom Leib. Das ist ein Schneckstand und ein Pizzastand, ofenfrische Pizza. Dann 50 Jahre Volkfest in Waldgrau-Iburg. Schauen wir mal, was im Festzelt so los ist.
Oh, gehen in die Leere. Ob es zu hätte. Ja, aber die Hitze kein Wunder. Also 33 Grad. Ein der wärmsten Wochenende. Dann hier ein Maiskolbenstand. Wenn man aus dem Festzelt rauskommt. Und die Malix-Mandeln. Dann eine weitere Hauptattraktion hier. Der Bayern-Breaker, also ein Breakdance im Bayern-Format. Jawohl. War noch ein Foto davon. Okay, von hier kamen wir. Hier gehen wir weiter. Hier ist noch ein gebratener Mandelstand, den ich gerade erwähnt habe. Ein Früchteparadiesstand. Nochmal der Bayern-Breaker. Dann der Autoscooter. Und neben dem Bayernbrecher ist der Döner Express. Und das Fahrgeschäft Traumspitze für die kleinen Kinder. Nicht für Erwachsene. Hier nochmal der Autoscooter. Dann wieder das gute alte Atlantis. Das Innenleben kann man mal in Granada www.akido1.de oder in YouTube akido1 erleben. Wie mich anzulegen, da durchzukommen. Von hier kamen wir. Hier gehen wir weiter. Und wie ihr seht, der Express hat sich gerade quergestellt. Wie ihr seht, sind wir wieder am Anfang angelangt. Nun, das war euer Kilo-Attraktion mit einem Rundgang trotz strahlender Hitze, 33 Grad in der Sonne und wahrscheinlich 25 Grad im Schatten vom Volkfest in Wagreburg. Hoffe, es hat euch gefallen. Weitere Videos und Hintergrundinformationen findet ihr auf meiner Website www.akido881.de oder unter YouTube unter meinem Kanal Akido881. Bis zum nächsten Mal. Hoffe, es hat euch gefallen. Euer Akido881.